Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Challenge Killer. Runde 2 in FIFA 13. Heute ist mein Gegner Bands 87 bzw. im PSN Network Bands 87.1 oder 871, however. Und er möchte mit einem Top Team spielen mit Real Madrid. Er ist genau wie ich HSVer, deswegen haben wir schon vorab gesagt, wir werden beide nicht mit dem HSV spielen und daran werde ich mich natürlich auch halten. Ich würde zwar gerne mit West Ham spielen, aber gegen Real Madrid wäre ich dann doch schon zu deutlich unterlegen. Deswegen entscheide ich mich für Arsenal London. Im Topspiel gegen Real Madrid. Die Trikots sollte so funktionieren. Gehen wir mal kurz ins Aufstellungsmenü. Und zu sehen, ob wir da nicht etwas umstellen möchten. Lukas Podolski natürlich auf der linken Seite gesetzt. Obwohl er im Real Life eher in der Mitte spielt, wo Giroud jetzt momentan aufgeführt ist. Und ich denke, das könnten wir in dem Fall genauso machen. Oder lassen wir Giroud drin. Ja, lassen wir ihn mal drin. Theo Walcott als Rechtsaußen auf jeden Fall. Und Per Mertesacker möchte ich auch mal, oder möchte ich den mit reintun. Ja komm, machen wir mal. Haben wir die zwei deutsche Nationalspieler mit dem Kader. Wilshere will ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Für Diaby mal, obwohl ich von Diaby sehr viel halte. Xavi, ja, da sieht man auch die Reservebank, selbst die ist noch sehr gut bestückt. Bei diesen Top-Teams hier, wie bei Arsenal oder auch natürlich Real Madrid. Benz, 87, also mein zweiter Gegner in FIFA 13. Während Bakary Sanya ist das hier, glaube ich, jawohl. Der Rechtsverteidiger ein schönes Tor erzielt. Ben 87, mein zweiter Gegner nach Mo, TLL Meister, gegen den ich ja insgesamt jetzt 3 Spiele bestritten habe. 1 gewonnen, 1 verloren und 1 Remis. Da wird demnächst noch ein viertes Entscheidungsspiel folgen. Aber hier gegen Bands geht es heute um die Wurst. Hier heißt es nur Sieg oder Niederlage. Bin gespannt, gegen Bands habe ich vorher noch nie gespielt, wie es sich so macht. Jetzt aber Gewinn von Giroud. Und da kommt Rico Haha online. Ich grüße dich an dieser Stelle, Giroud, auf Santi Cazorla. Und die erste Chance vereitelt von Iker Casillas, dem spanischen Nationalkeeper. Und hier Arsenal London gleich mit der ersten druckvollen Anfangsphase mit Santi Cazorla, dem Spanier. Der ehemalige Spieler vom FC Malaga, der vor dieser Saison für viel Geld nach Arsenal gewechselt ist. Ich glaube, es waren knapp unter 20 Millionen. Auf jeden Fall der teuerste Neuzugang in dieser Spielzeit für Arsenal. Mikel Arteta kommt da nicht dran, der nächste Spanier in den Reihen. Der Gunners, wie sie genannt werden. Und wieder Wilshere abgeblockt. Vom Pepe war es, glaube ich. Und der erste Konterversuch über Mesut Özil, einen weiteren deutschen Nationalspieler. Und wo wir gerade bei deutschen Nationalspielern sind. Das letzte Länderspiel gegen Schweden in Berlin. Ja, ein sehr kurioses Spiel. Nach einer 4-0-Führung hieß es am Ende doch tatsächlich 4-4. Wirklich unfassbar. Normalerweise darf das im Profifußball und vor allem so einer erfahrenen, guten Mannschaft, wie es die deutsche Nationalmannschaft nun mal ist, nicht passieren. Also für mich völlig unverständlich. Da fehlen dann auch solche Leute wie damals ein Stefan Effenberg, die dann wirklich mal auf den Tisch hauen und sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Also zu seiner Zeit hätte es sowas bestimmt nicht gegeben, dass sich auch ein Jogi Löw da dann nicht mal an den Seitenrand hinstellt und da mal einen draufhaut, den Lahm irgendwie herzitiert und den mal da zusammenscheißt. Also das ist echt nicht mehr zu fassen. Vor allem, als Schweinsteiger dann auch noch einen Freistoß verzögert hat, um da ein paar Sekunden rauszuholen und dann den Ball nach der gelben Karte auch noch zurückzuspielen und dann auch noch mal wieder zurück auf Neuer den Ball zu bringen, der den Ball dann sowieso völlig irgendwo ins Nirvana schlägt, der sowieso an diesem Tag sehr unsicher war, Manuel Neuer. War natürlich jetzt nicht nur an ihn festzumachen, um Gottes Willen, aber jeder kann mal ein schlechtes Spiel spielen.
Aber da war die ganze Mannschaft, die ganze deutsche Mannschaft gefordert und hat es einfach nicht geschafft, da ein 4 zu 0 über die Zeit zu bringen. Jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Per Mertesacker, der auch bei diesen, ich möchte es ja schon fast Desaster denn dabei war. Aber gut, das ist Geschichte. An das Spiel, da erinnert sich wahrscheinlich in einem halben Jahr kein Mensch mehr dran. Vielleicht aber an dieses Spiel hier. Langer Ball von Wilshere, abgefangen von Pepe. Und die drei Stürmer von Real Madrid laufen in Position, aber Mertesacker passt wieder auf. Und da springt Theo Walcott mal der Ball weg, holt ihn sich aber zurück. Und jetzt mal der erste vernünftige Angriff hier über Sanja und Ateta. Giroud ist kopfballstark. Der wird auch angespielt, aber Ramos dazwischen. Und Mesut Özil am Ball. Aber auch er verliert diesen Ball. Arsenal mit klarer Überlegenheit hier. Wieder Wilshere. Lukas Podolski auf Santi Cazorla. Die beiden spielen in Real Life sehr gut zusammen. Lukas Podolski und der Spanier Cazorla. Giroud kommt nicht an den Ball und auch Ateta kriegt den Abpraller nicht richtig dran. Wieder Higuain, der Argentinier, gegen zwei Arsenal-Spieler. Und Sanja erst Glück. Aber dann verliert er doch den Ball. Ronaldo, der vielleicht beste Fußballer der Welt, neben Lionel Messi. Aber hier konnte er sich nicht durchsetzen. Wilshere, rechts läuft Theo. Na, Ateta ist das. Ah, und da wird den Ball zu weit vorgelegt, aber tolle Chance. Santi. Wieder Wilshere und Lukas Podolski. Schöner Übersteiger, zurück zu Wilshere und, das war Abseits, okay. Da hat Pepe schon den Arm gehoben und er bekommt Recht vom Schiedsrichterassistenten. Di Maria, Özil, das müsste auch Abseits sein, aber Vorteil, Arsenal bleibt im Ballbesitz. Und wieder Walcott, der ist sehr schnell. Hier von Marcelo aus dem Gleichgewicht gebracht, aber trotzdem bleibt er auf den Beinen, wieder Walcott. Schöne Flanke, Giroud! Mit dem Seitfallzieher. Und da war noch ein Abwehrspieler dran. Ecke, Santi Cazorla. Und als einer völlig frei, Vermeulen, der Belgier. Sehr starke letzte Saison gespielt, war jetzt leider anfangs häufig verletzt. Aber kommt jetzt langsam wieder in Form. Einwurf für die Königlichen von Real Madrid. Muss hinten umspielen, über Ramos, über Di Maria und wieder Mertesacker, der macht einen sehr guten Job bis jetzt. Aber spielt dann doch ein Fehlpass. Ronaldo hat damit nach hinten gearbeitet. Xabi Alonso ist jetzt noch nicht so viel im Angriffsspiel von Real Madrid zu sehen. Das hat die Gunners Defensive bis jetzt ganz gut im Griff, wobei jetzt schon bald Halbzeit ist. So langsam könnte man sich noch ein paar Chancen erarbeiten. Aber wenn es stört früh, wobei sich Real Madrid jetzt sehr weit zurückzieht, er ist hinter der Mittellinie hier angreift. Aber auch keine Anspielstation in der Mitte, Wilshere, Ateta, jetzt mal Giroud. Aber auch zu unbeweglich der Mittelstürmer. Französischer Nationalspieler vor der Saison vom französischen Meister Montpellier nach London gewechselt. Ronaldo kommt gegen zwei. So kommt den zweiten Ball. Aber wieder Sanja dazwischen. Und jetzt muss ich mal schnell gehen über Podolski. Giroud. Walcott. Und ich dachte schon, ein Foul gepfiffen. Nein, es war der Halbzeitpfiff. 0 zu 0 zur Pause zwischen Arsenal und Real Madrid. Hier die Statistiken zur Halbzeit. Ich habe mehr Ballbesitz. Benz gewinnt dafür deutlich mehr Zweikämpfe. 9 zu 4 Zweikämpfe. Meine Passgenauigkeit ist dafür um einiges höher und allerdings noch so gut wie gar keine Torschüsse im Spiel. Vielleicht können wir mal wechseln. Mal den Poldi in die Mitte ziehen, Giroud rausnehmen. Denn wir haben mit Gervinho und Oxlade-Chamberlain zwei sehr gute Außenstürmer noch auf der Bank. Wir nehmen mal Gervinho rein. Vielleicht kann er ja noch für ein bisschen Wirbel auf der linken Seite sorgen. Er kommt also für Giroud. Und die zweite Halbzeit wird angepfiffen. Jetzt kommt auch mal Sané mit nach vorne. Das war von den beiden Außenverteidigern bis jetzt auch noch nicht zu sehen.
noch überhaupt nicht mit nach vorne eingeschaltet. Auch da fehlt jetzt der gute Kieran Gibbs heißt er. Corey Gibbs war mein USA-amerikanischer Nationalspieler, während Chesney, der polnische Nationalkeeper, da mal einen riskanten Ausflug gewagt hat. Wischer wieder, Podolski, und der wollte durchstecken, zu Mikela Täter war es, glaube ich. Nicht ganz gelungen, und jetzt Mertesacker mit dem nächsten Ball gewinnt, Santi Cazorla. Komm, zeig, was du kannst. Auch hier schön gemacht auf Mikela Täter. Der Mann aus der Jugend des FC Barcelona trifft gegen Real Madrid. Schon seit einem Jahrzehnt, wenn nicht sogar schon länger auf der Insel. War sehr lange für den FC Everton tätig, bevor er vor 2 Jahren, was glaube ich, zu Arsenal gewechselt ist. Sehr zuverlässiger Mann im Zentralmittelfeld, sehr starker Standardschütze. Und jetzt muss Real Madrid kommen mit Mesut Özil. Gute Flanke, Mertesacker passt auf, aber geklärt von der Defensive, und jetzt kommt Theo Walcott, der ist schnell, gegen Amelor, ist schneller, Casillas, der Lupferversuch, und da geht keiner richtig hin, von den Arsenal-Spielern, um da abzustauben. Das ist auch etwas, was mich in FIFA 13 zum Teil wirklich stört, dass die Stürmer da kaum mal auf Abstauber lauern, wirklich einfach dann die Blitz stehen bleiben, während Wilshere kommt. Pepe blockt zur Ecke. Lieber schnell 1-2-0 nachlegen, bevor es eventuell nochmal eng werden könnte. Zum Beispiel jetzt über Ronaldo. Aber der war zu offensichtlich. Sanje passt auf. Und Ronaldo kämpft. Kein Foul. Ball gespielt, sagt der Schiedsrichter. Einwurf nur. Und wir Theo Magic Welcott. Auf Wilshere. Mikel Arteta zurück zu Wilshere, und jetzt mal ein Kunstschuss, aber wieder abgeblockt. Jetzt kommt Gervinho gegen Abeloa, nächster Einwurf. Ich möchte Bent aber noch nicht abschreiben. Zwar bin ich bis jetzt überlegen auch, aber es kann jederzeit so ein Konter wie jetzt passieren. Das ist mir schon einige Male passiert, zum Beispiel jetzt Higuain gegen Arteta. Genau solche Situationen sind das. Chesney im kurzen Eck. Wer zur Ecke ab? Di Maria führt diese Ecke aus. Und da ist dann sowas passiert. Mir passiert immer sowas. Wenn man die Chancen vorne nicht nutzt, dann macht der Gegner sie eben auf der anderen Seite rein. Torwartfehler von Chesney. Und Sergio Ramos, der Innenverteidiger, köpft zum Ausgleich. Und da habe ich dann mal wieder den Salat. Aber noch ist das Spiel lange nicht vorbei. Santi Cazorla, gut aufgepasst von Marcello. Und jetzt fängt der gute Benz an, hier mitzuspielen. Hat jetzt die Lunte gerochen. Und jetzt gibt es dazwischen auch Podolski, aber der springt der Ball ebenfalls weg. Und da kommt Santi fast an den Ball. Aber Real Madrid kann das Spiel jetzt etwas ausgeglichener gestalten. Auch wenn Arsenal bis jetzt immer noch mehr Ballbesitz hat, mal ein Flügelwechsel zu Gervinho. Das war so auch nicht geplant, aber gut, Wilshere. Und wieder, diesmal Khedira war es, glaube ich, der dazwischen ging. Aber auch dieser Ball abgefangen von den Londonern. Gervinho, Podolski. Nein, ich will jetzt kein Clubmatch machen. Immer während der Aufnahme, fragt er mich, meine Herren. Podolski, schön zurück zu Gervinho, aber der Ball kommt zu Wilshere. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Gervinho den Ball bekommt. Deswegen wollte ich quer zurücklegen. Schief gegangen, Gervinho wieder. Auf, Santi Cazorla! Der nächste Spanier. Und wieder Iker Casillas. Der zur Ecke rettet. Nur noch eine knappe Viertelstunde. Vielleicht können wir auch mal durch eine Ecke treffen. Aber das war bis jetzt noch nie meine Stärke. Mertesacker stark gemacht auf seinen Innenverteidiger-Kollegen Femeralen. Aber wieder abgeblockt. Auch so eine, ja, ich will es nicht Neuerung nennen, aber es passiert wirklich sehr häufig, dass die Abwehrspieler die Schüsse in FIFA 13 blocken. Deutlich häufiger, als es bei FIFA 12 der Fall war. Und ich möchte dieses Spiel eigentlich gewinnen.
Ich habe mir nämlich noch nicht genau überlegt, was passiert, wenn die Spiele unentschieden ausgehen. Denn, wie ihr ja schon bei einem Match gegen Mo gesehen habt, ich muss erstmal weiterspielen, Wilshere. Rekord. Flank ihn rein. Oh, wieso nimmt er ihn da mit dem Kopf? Kannst du doch Volley nehmen, Junge. Ja, wegen einer Hall of Fame, wo ich ja alle Gegner würdigen möchte, die mich besiegt haben. Und bei einem Unentschieden ist es ja irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ich da dann noch ein Entscheidungsspiel dann machen möchte. Auf jeden Fall jetzt nicht direkt am Anschluss, aber irgendwann später vielleicht mal. Aber wenn ich jetzt hier gewinne, dann hat sich das sowieso erledigt. Podolski springt der Ball wieder weg. Und jetzt der Konter. Und ich glaube, ich ahne Schlimmes. Ronaldo. Vermahlen klärt. Aber Szczęsny rettet natürlich erstmal. Und nächster Angriff. Ja, Per Mertesacker und Thomas Vermahlen ist auch nicht die schnellste Innenverteidigung. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen Konter einleiten. Aber die Außenverteidiger gehen auch überhaupt nicht mit nach vorne. Meine Herren, Gervinho. Und das ist Wilshere, der den Ball verliert. Und Real Madrid kann einen Gegenangriff starten. Über Higuain. Ronaldo sprintet los. Aber Sanja ist da. Zurückgespielt zu Szczęsny, direkt zu Özil. Kedira, zweiter Anlauf, Di Maria. Wieder Özil. Oh, das war riskant von Wilshere, was glaube ich gibt's. Cassola. Jetzt lauf doch mal nach vorne und wieder springt Podolski der Ball weg. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt ist es schon die Nachspielzeit. Und jetzt hat Real Madrid sogar nochmal die Chance. Da muss der Torwart doch hin, Junge. Und jetzt nochmal eine Ecke. Und unser Gegentor. Oder Arsenal ist Gegentor. Viel nach einer Ecke. Wieder Richtung Ramos. Wieder kommt er zum Kopfball. Diesmal genau auf Szczęsny Glück gehabt. Vielleicht nochmal ein Konter. Und der wird natürlich abgepfiffen. Gut, am Ende heißt es also 1:1 unentschieden. Das heißt erstmal, dass der gute Benz nicht in der Hall of Fame verewigt wird. Aber wie vorhin angesprochen, werde ich das wohl so handhaben, dass wir irgendwann später mal noch ein Entscheidungsspiel machen. Das machen wir jetzt aber nicht direkt im Anschluss, sondern irgendwann ein andermal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Match gegen Band 87. Und vielleicht wollt ihr mich ja mal selbst herausfordern. Das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr mir bei YouTube eine PN schreibt. Beim PSN Network einfach edit unter Killer Roos. Oder vielleicht auch in Skype anschreibt unter KillerRoos21. Die Möglichkeit bleibt euch da überlassen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für euer Zusehen und sag bis zum nächsten Match bei FIFA 13. Macht's gut, euer Killer.